Fräulein Cassandra. So, Maus. Angesprengt. Was habe ich? Schweigepflicht. Schweigepflicht. Tachchen und herzlich willkommen. Ja, willkommen. Wir. Sagst du das immer? Ja. Das ist auch so ein Versprecher. Wir haben den Engel Leiden gezogen. Ja. Göttliche Lehrer, was sagst du dazu? Fühle ich, weil ich kein Essen habe, wenn ich keine Mayo habe. Leiden, ja. So kann man natürlich auch leiden. Leiden sollte nicht sein. Aber wenn du gelitten hast, dann war es irgendeine Lektion, die man natürlich nicht haben möchte. Aber was willst du machen? Man sucht es sich nicht aus, ne? Es geht hier ums Leiden. Göttliche Lehrer. 23 ist die Quersumme 5. Haben wir den Hierophanten im Tarot, der ja oftmals in die Bewusstheit geht und einem auch klar macht, warum man gelitten hat, wodurch man gelitten hat. Wir haben hier, ey Giselle, Discover Your Life Purpose. Überschreib dein Leben. Durch die Leiden. Bitte? Nein, da steht da Discover. Ja. The Life Purpose. Ja. Und was sagst du dazu? Ja, dass die Leiden jetzt ein Ende haben, würde ich sagen. Weißt du, was da steht auf Englisch, ja? Habe ich doch gerade gesagt. Also, dass man, sein Leben überschreiben soll jetzt, oder? Ja. Okay. Und er hält hier eine Violine oder eine Geige in der Hand? Aber weißt du es oder hast du es gegoogelt? Also, mein Handy filmt doch. Na, das kann. Nochmal neu auflegen, ne? Also nochmal wieder. Boah, kann ich die gerade nicht beschreiben. Ich dachte, das kann man jetzt bedecken. Naja, aber es ist ja. Also, wenn du es jetzt übersetzt, ist es ja fast das Gleiche. Bedecke dein Leben. Nee, das. Nicht. Ja, dass jetzt hier diese Leiden aufhören. Weil er hält ja hier wirklich eine schöne Geige, ein schönes Musikinstrument in der Hand und fängt jetzt an, sein Leben neu zu bespielen, sozusagen für die Karte jetzt hier, dass das Leiden einfach auch ein Ende hat und aufhört, was sehr schön ist. Wir haben hier die Zyklen, passt ja auch wunderbar. Cycles. Ja, Zyklen ist ja die Mehrzahl. Ach so, nein, du hast drauf geguckt, aber Kreise in dem Sinne ja auch irgendwie der Zyklus. Hier verläuft für dich das Leiden eine neue Bahn, ja? Also wirklich das Leiden ablösen durch neue Strukturen, durch neue Geschaffenheiten, Gegebenheiten. Vielleicht wird sogar hier irgendwie beruflich eine neue Sache angegangen. Könnte ich mir auch vorstellen. Beruflich sowie im Privaten, ja, dass das jetzt wirklich zu Ende ist, dein Leiden. Oder du merkst, es geht jetzt wirklich in eine andere Richtung. Mache ich ja. Warte. Wir haben hier 5 der Schwerter. Ja, das, was nicht mehr vorwärts ging, lässt du dir jetzt auch nicht mehr nehmen, ja? Also hier ist so ein Stillstand zu sehen, 5 der Schwerter. Irgendwas ging dort nicht weiter, vielleicht fehlen dir auch Antworten, vielleicht wartest du auf irgendwelche Sachen, damit du weitermachen kannst. Aber in der Zeit ist es immer sinnvoll, nicht stehen zu bleiben und auch vor allen Dingen im Alten nicht zu verharren, ja? Also die Tür ist zu. Wäre natürlich besser, wenn man sich erhebt von der Treppe und sich sagt, okay, hier gibt es keinen Weg dran vorbei, ja? Oder diese Tür öffnet sich einfach für dich nicht. Und deswegen
ist auch hier mit Königin der Münzen eine wunderschöne Energie, dass du hier anfängst, wieder in deine Richtung zu kommen. Das hat ja auch was mit Selbstwert zu tun. Selbstschutz, Selbstwert auf eine sehr weiche, weibliche Art und Weise. Und da kannst du dir nämlich auch deine Antworten holen, die dir hier verwehrt wurden, ja, sozusagen. Also du musst hier irgendwie aus diesem Leitprozess wirklich raus und das Ganze neu bespielen. Du sagst selbst, ja, okay, ich will eigentlich gar nicht wissen, was hinter der Tür liegen würde, weil sie geht nicht mehr auf, ja. Sie öffnet sich nicht mehr. Und für den Zyklus, damit du dieses Leiden hier auch wirklich beendest und dein Leben hier neu bespielen oder aufsetzen kannst, sagen wir es mal so, ist, glaube ich, am besten, kennst du für dich die Antworten. Du möchtest hier nicht mehr irgendwo drin hängen, wo du nicht weißt, wie es für dich weitergeht, ja. Den Ausgang am besten finden. Das Leiden... Oh, ey. Ich sag dir, irgendwann steckt sie wirklich in meinem Kopf drin. Ja, hier kommt wieder die Stärke hoch. Wir haben es hier drin, ja. Du hast wahrscheinlich die Pause gebraucht, um hier weiterzukommen. Die Stärke kommt hier hoch. Mit der Kraft wirst du, auch wenn du nicht unbedingt eine Richtung hast, wo du hinlaufen sollst, wirst du mit deiner Stärke vorwärts kommen. Und hier haben wir die Herrscherin, die sich jetzt hier zeigt, ja. Guck dir das an. Da kommt es rein. Sehr viel weibliche Energie. Königin der Münzen und die Herrscherin. Du wirst hier irgendwas wieder neu anfangen, aufzusetzen, zu halten. In der Haltbarkeit. Ey. Stimmt. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum du hier... Ja, die Mayo, die wird wahrscheinlich ja als Karte nicht rausfallen. Hier haben wir den Hierophanten mit den göttlichen Lehrern, ja? Mit der 23, hier ist die Quersumme 5, die Leiden, wo wir mit reingestartet sind. Das ist die Stierenergie. Also du verfolgst auch wirklich dein Ziel, weil du weißt, warum es hier nicht vorwärts ging. Du hast hier viel zu lange auf etwas gewartet oder gesessen, wie so oft. Und wir haben 4 der Schwerter. Ja, entweder willst du von der ganzen Sache nichts mehr wissen und gönnst dir jetzt hier wirklich so eine Art Ruhe, weil du kannst die Antworten hier nicht mehr abholen. Du willst vielleicht auch mit niemandem sprechen, niemanden sehen, niemanden treffen, sondern konzentrierst dich hier alleine auf deinem Weg, ja? Du brauchst hier einfach so ein bisschen innehalten, in Schau. Ich denke auch, das gehört zu einem der Zyklen dazu bei dir, dass du hier ankommst. Ja, wir haben Ass der Kelche, dass du bei dir selbst ankommst. Ja, hier ist die Selbstliebe, das, was dich ausmacht, damit du erstmal vorwärts kommst und auch wieder deinen Weg für dich selbst findest, obwohl vielleicht noch gar kein Weg da wäre. Hier steht irgendwie so ein bisschen alles in den Sternen, aber trotzdem geht es vorwärts, falls man es versteht. Lass es auf dich zukommen. Du hast 2 Sechsen, einmal 6 der Münzen und einmal 6 der Kelche. Und das ist natürlich auch das, was du davon profitieren möchtest. Eine Resonanz in allen Dingen, die du hier machst. In Sachen Liebe, in Sachen Geben, in Sachen Erschaffen. Es muss produktiv sein in erster Linie, aber immer wieder auch für dich, ja. Und du wirst hier auf Dankbarkeit stoßen. Du wirst vielleicht auch mit Menschen zu tun haben, die dir hier eine Chance geben. Falls du dich irgendwo beworben hast, falls du irgendwo auf jemanden wartest. Du bekommst hier eine Chance, aber liebevoll. Nicht, weil du darum gebettelt hast, sondern weil man von dir einfach auch überzeugt ist, ja, weil man zu dir geführt wird, weil du dich dorthin führen lassen hast. Es geht hier neu rein in den neuen Zyklus, weil du die Tür für dich selbst einfach schließt. Wir haben hier 2 der Stäbe und das entscheidet sich in diesem Moment, also jetzt nicht, wenn ihr die Karte seht oder die Kartenlegung, sondern ziemlich schnell. Hier gibt es eine Entscheidung, die läuft in Richtung 7 der Schwerter. Du hast selbst erkannt, dass das da, wo du gesessen hast und gewartet hast, war nicht deins. Wäre auch, wenn es dazu gekommen wäre, bis heute nicht deins gewesen. Es wäre unpassend, ja? Die Tür musste sich schon fast schließen, weil hier ist sie, ja? Die Tür ist geöffnet. Du wärst hier heute noch in diesem Zustand der Einsamkeit mit der Fische-Energie. Das hat dich Kraft gekostet, emotionale Kraft. Du wurdest hier ständig verletzt, auch durch diese Leiden. Das gehört der Vergangenheit hier an. Diese Tür aus dieser Einsamkeit, ja, du darfst frei sein. Du musst nur erkennen, ab wann du frei bist. Und das wirst du hier mit der Sonne auch erkennen. Wir können eigentlich aufhören, ja.
du wirst hier dein Ziel, vielleicht auch dich um die Gesundheit kümmern, könnte auch ein großer Aspekt sein, aber hier kommt die Klarsicht rein mit der Sonne, ja. Ein besseres Ende kann man sich hier gar nicht wünschen. Wir haben mit göttlichen Lehrern gestartet, das Leiden. Und wir haben hier auch diese Einsicht, ja, wärst du in diesem alten Prozess noch drin, würdest du leiden, würdest du heute noch leiden, ja. Hier kommt ein Zyklus auf dich zu, wo du erkennst, das sehe ich alles klarer und vor allen Dingen auch anders wahrscheinlich. Wir nehmen mal zum Schluss Universumkarte. Jetzt, Giselle. Eine Distanz musstest du erstmal schaffen, die war notwendig. Und es zwischen dir und Cassia. Es ist hier so, entweder wird es nochmal wiederholt, eine Auszeit, eine Pause. Du bist aber bewusst geworden, wahrscheinlich musst du die Tür wirklich schließen, um hier rauszukommen. Denn du warst hier selbst gefangen oder dich hat jemand kontrolliert und mit Taktiken hier bespielt. Und wir haben auch hier die ganzen Wasserzeichen drin, hatten wir auch im Mond, der sehr stark hier reinkam. Der Arkanum, das Arkanum der Mond. Fische, Wassermann und Krebse. Quatsch. Fische, Skorpion und Krebse. Wassermann sind nämlich keine Wasserzeichen. Luftzeichen. Mhm. Es fließt, ja? Es fließt. Aber du kommst auch für dich selbst hier wieder zurück. Alles sehr blau gehalten. Und ich denke, du bleibst dabei bei deiner Entscheidung. Die Tür bleibt zu für dich. Hat aber auch einen Grund, ja? Weil das Leiden hier aufhört, weil das Leiden hier endet. Würde ich jetzt so sagen und euch erzählen. Eine Akasha-Chronik. Giselle. Wunder. Öffne dich für die göttliche Energie und erinnere dich, wie großartig du bist. Mit der 28 haben wir hier auch, ja genau, sieht eher aus wie du. Mit der 28, Quersumme 1, wäre der Magier im Tarot. Passt auch zum Wunder. Du hast hier für dich selbst erkannt, welche Zyklen du wahrscheinlich abwarten musst, welche Elemente du brauchst, um überhaupt hier das Ganze zusammenzukriegen. Irgendwo fehlt immer wieder ein Puzzleteil. Aber es wird sich hier etwas auch mit der Sonne als Endergebnis zeigen, ja? Erinnere dich einfach, wie großartig du bist. Ob hier eine Ablehnung existierte oder nicht, ob hier Ablehnungen reinkommen oder nicht. Du bist ja hier wirklich völlig in der Erkenntnis, es soll so sein, es darf so sein schon fast, ja? Ihr Lieben, muah, pass auf jetzt, Giselle. Tschögong. Habt einen schönen Tag. Danke. Bitteschön. Bleibt schön gesund. Vor allen Dingen du. Ja. Bei deiner kranken Mutter. Bleibt halt auch nicht gesund, wir mögen euch trotzdem. Ja, Hauptsache, ihr bleibt gesund und danke fürs Zugucken. Vielleicht sind sie aber nicht gesund. Wir mögen sie trotzdem. Mhm. Aber wir wünschen euch Gesundheit. Gute Besserung. Stimmt, nicht jeder ist gesund. Naja, Leben geht weiter. Tschüss. Das sprach die Waage. Tschüss.